Hi Leute und willkommen zu meinem Wochenvlog. Ich dachte mir, ich vlogge mal die ganze Woche durch, gebe euch ein kleines Sky-Update hier und da. Also Sky ist jetzt genau ein Tag bei uns. Da ist die kleine Maus. Und es sind so viele Pakete angekommen, die ich jetzt durchgehe. Ich kam noch gar nicht zum Schneiden, zu gar nichts. Deswegen, heute ist auch, ich bin so müde. Ich kann heute absolut nicht filmen oder drehen. Oder shooten oder was auch immer, geht nicht, weil ich so müde bin. Jede zwei Stunden, obwohl jede anderthalb bis zwei Stunden waren wir draußen. Und dann hatte sie auch Durchfall, sie hat jedes Mal gekackt. Also wenn die so jung sind, kacken die halt auch noch relativ viel. Ihr seht, die ist auch sehr verspielt. Vorführeffekt, ne Maus? Jo? Komm mal her. Sag mal hallo. Ja, also viele Pakete, wenn ihr sie hier in the bag seht. Ich bin ja am Auspacken und die kleine Maus soll sich mal ein bisschen selber beschäftigen, damit die das auch lernt. Heute Nacht hat die nicht so gut geschlafen. Die wollte überhaupt nicht in ihrer Box schlafen. Ganz viel geweint. Ja, heute Nacht probieren wir es mal ein bisschen anders. Dann hat sie morgens im Bett geschlafen. Dann hat sie auch zwei Stunden durchgeschlafen. Aber ja, meistens die ganze Zeit, wenn ich mit ihr draußen war, war sie auch kacken. Ja. Eine kleine Kackmaschine, aber sie ist so cute. Komplette Umstellung, to be honest, aber it's what I want, it's what it is. And you are my new big love. No? Ja, guck mal. Ah! Sky? 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 Die hört man nicht. Sky? Nein? Nein, guck mal hier, da, nein, da, da. Nicht an dem Rucksack rumknabbern. Nein. Pupsen tut sie auch ein bisschen, ne? Sky. Sky. Im ersten Paket sind ganz viele Kackbeutel, die ich bestellt habe. Ich glaube 300 Stück. Ich habe sonst die ganze mit so anderen Tüten probiert, die wir da hatten. Aber ja, hat mich auf jeden Fall aufgestockt for life. Hello party people. It's day... day two? Is it day two? Ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt. Ich habe den ganzen Tag nur mit der Kleinen gespielt. Und ich habe meine Nägel bei der Nina gemacht. Zu Hause, by the way. Ich bin auch gegen dieses Freundetreffen in Gruppen draußen irgendwas. Ich war nur bei ihr, weil ich mir die Nägel halt kurz machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich die weiter lang lasse, tue ich Sky weh oder ich tue mir weh. Und ich kann es zu Hause nicht. Guck mal, Schnapp. Sky! Ui! 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 Komm mal her. Es gibt nämlich gleich Essen. Es gibt gleich Essen. Und ich fühle mich so ranzig. Ich habe das Gefühl, ich bin eine Mom. Ich komme nicht zu schminken, ich komme nicht zum Arbeiten, ich komme zu nichts. Sky, komm da runter. Komm da runter. Komm da runter. Ui. So, gucken wir mal, ob das Essen jetzt kalt ist. Gucken wir mal, ob das Essen kalt ist. Ui, die ist so flink. Bist du flink? Machst du mal Sitz? Machst du Sitz? Sky, stopp. Sitz. Sky, Sitz. Vorhin hat sie es gemacht, ey. Sitz. Sky, Sitz. 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 Sky, Sitz. Mach Sitz. Gerade hast du es gemacht. Wieso machst du es jetzt nicht? Sky, Sitz. Sitz. Mach Sitz. Sky, mach Sitz. Okay. Ich gebe es auf. Es ist zu früh. Ich muss akzeptieren. Es ist zu früh, mein Schnatz. Oh, oh. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Heute wird der Boden auch absolut sauber gemacht, desinfiziert. Dieses Gitterding wird aufgebaut. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Heute Nacht hat sie bei uns im Bett geschlafen. In der Box wollte sie nicht schlafen. Und das ist ja auch erst die zweite Nacht gewesen. Deswegen dachte ich mir, ist ja auch ein bisschen kacke irgendwie. Wenn sie dann, ne? Direkt auf dem Boden schläft. Muss ich auch erstmal uns gewöhnen. So, dann habe ich für heute alle Kooperationen auf Instagram abgesagt, weil ich mich in
zurzeit nicht in der Lage fühle, nicht nah zu machen, jetzt noch eine Pause. Weil die schlingt das Essen so runter. Ja, jetzt musst du von selbst sitzen, ne? Ja. Weil ich mich irgendwie nicht in der Lage fühle, jetzt was zu promoten. Ich will die ganzen Firmen natürlich unterstützen, aber ich finde, jetzt machst du sitzen, ne? Das ist ja typisch. Ich finde es irgendwie komisch, das jetzt zu machen. Sag ich euch ehrlich. Aber auf YouTube kann ich teilweise Sachen nicht verschieben und es macht mir auch Spaß. Aber dadurch, dass ich so inaktiv war in Instagram, vor allem in den Stories, finde ich es jetzt komisch, würde ich jetzt mit zwei Kooperationen kommen und sagen, hi Leute, also I'm back und hier sind die Produkte und hier ist der Code. Da will ich mir einfach noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich gerade die Zeit mit ihr genieße und ne, die ganze Lage muss man jetzt sich auch erstmal ein bisschen so regeln. Aber ich bin positiver Dinge. Ne? Mein Schnatz. Nein, 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 nein. Komm. Ich dachte, die kackt da jetzt hin. Sie ist so ruhig im Auto. Kleiner Chicken Nugget. Sie liegt da so ruhig. Gar nicht übergeben, wovor ich voll Angst hatte. That's what we've came for, party people. I am back home. Doja's in the hood. Ja. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich bei Rossmann gekauft habe und was wir so für Leckereien noch beim Bäcker schnell geholt haben. Also einmal, Doja, mach mal den Haul hier. Also Leute, wissen die das hier? Ja. Okay Leute, weil wir einen Hund haben, wollen wir natürlich feuchte Waschlappen haben, weil so Popo reinigen, weil Caro macht die ganze Zeit ihr Popo nicht sauber. Mach ich wohl. Nein, macht sie nicht. Sie sagt so, ja, der reinigt sich von selber. Ja, Mann. Und dann sagst du, ja, wie? Ja, die setzt sich auf Sachen. Ich bin so, ja, okay, dann liegt ihre ganze Kacke. Dann feuchte Toilettentücher, weil Toilettenpapier. Ey, wer hat denn da gerade Pipi und Kaka gemacht, hä? Ja, du. Nee, 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 ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Komm. Komm. Er bringt gerade ihr Kaki raus. Okay, machen wir weiter. Dann haben wir einen Textilerfrischer, weil die auch auf ihr kleines Bettchen gepinkelt hat. Und ich habe es zwar sauber gemacht, aber da sind trotzdem noch Flecken. Und dann haben wir auch nochmal Feuchttücher. Ja, genau. Dann hier Brötchen. Croissant. Und Berliner. Die hat heute Nacht, mussten wir nur zweimal aufstehen. Ja, sonst, ja. Voll verbessert. Voll verbessert. Zweite Nacht. Nee, aber ich bin um, glaube ich, 10:30 eingeschlafen. Dann hat die mich um 12 wach gemacht, da war ich um 12 mit dir draußen. Da haben wir uns gesehen. Genau, da haben wir uns gesehen. Dann um 3. Nee, kann nicht sein. 3:15. Kann nicht sein. Doch, sicher. Ich war noch um 4 Uhr wach. Ja, aber ich war für den. Ich hab nicht gehört. Waren wir sehr leise. Fuchs. 3:15 und dann 6. Ich war einfach bis 4 wach. Warum? Hast du schon gefrühstückt? Nein, und du? Ja, willst du mit frühstücken? Wir haben auch was ein bisschen geholt. Was du geholt? Was hat er noch geholt? Ey, noch geholt? Junge, was ist mit dir? So rude. Ich trinke jetzt diesen Energy Shot von Kraftling. Hoffe, dass er mich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, wach macht oder so, weil ich bin wirklich next level müde. Let's try this. Oh, meine Frisur ist natürlich auch absolut pornös. Oh, riecht richtig geil. Richtig geil. Oh. 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 Was denn? Das ist so sauer, aber irgendwie nicht sauer, aber welchen Effekt hat das? Oh. Oh. Granatapfel, Zitrone, Guarana. Guarana. Oh. Natürliches Koffein. Guarana. Frühstück. Mit der Fam. Und Skys neues Spielzeug ist angekommen, damit die jetzt endlich mal ein bisschen mehr Zeug zum Entertainen hat. Ich kann endlich arbeiten. Ich sitze im Video, Doja baut hier zum Glück auf.
Ihr Kleiner pinkelt überall hin, ne, mein Schatz? This is making me so sweaty. Ja, nur wegen dir spaut sie das auf. Was du gerade gemacht hast. Ich baue so gerade. Ich habe einfach das Schloss, wie jemand aufwacht und zumachen kann, in diesen Stall reingemacht. Außer, dass ich aussehe wie ein kompletter Ranzmensch. Kleines Chicken Nugget. Also schaut mich an, ich fühle mich legit wie eine Mutter. Jede 2 Stunden muss die Kleine raus. Ey, aber ich habe diese Nacht schon besser geschlafen. Die hat auch nicht in der Box geschlafen, weil she hates it. Aber ich lasse jetzt erstmal die erste Woche bei mir schlafen, damit sie sich komplett an mich gewöhnt. Ich gehe heute auf jeden Fall duschen und werde mich mal wieder ein bisschen fresh machen, damit ich mich wie ein fresher Mensch fühle. Das gehört einfach dazu. Und wieso ich meine Vlogging-Kamera nicht benutze? It's far, far away und die kann man auf gar keinen Fall rein lassen. Wow, hi YouTube. Never see me this sexy, Alter. Ich will nicht wissen, wie ich aussehe, wenn ich Kinder habe. Das ist mein Brackety Breakfast. Ich liebe diese Peanut Butter, es schmeckt so heftig. Hab ich bei Foodies bestellt. A glass water. Und hier ist mein kleines Baby. Ne, mein kleines Baby. Jo, jo. Was haben wir denn da? Haben wir da ein kleines Mäuschen? Oh mein Gott, ich sehe gut aus. Ich bin geschminkt. Meine Haare sind gewaschen, mein Schatz. Ja, also, ich habe meine Haare lufttrocknen lassen und nur Trockenshampoo reingemacht, was so einen Volumeneffekt hat. And I like the outcome. Die Mama muss gleich drehen und da darfst du nicht dabei sein, weil die wissen noch gar nicht, dass es dich gibt. Ja, die Doja passt dann nämlich auf. Die Kleine kann nicht so lang alleine gelassen werden, ne? Sonst macht die überall Pipi und Kaka hin. Bei Doja kann die irgendwie noch nicht so richtig pinkeln und nicht so richtig ihr Geschäft machen. Das geht nur bei mir. Ui, ui, ui. Mein Gott, ich liebe sie so sehr. Aber ich sag euch, es ist hella anstrengend. Es ist wie ein kleines Baby. Ich bin einfach froh, dass gerade Corona-Time gewesen ist und ich mir eine kleine Auszeit gegönnt habe. Sonst wäre das wahrscheinlich alles nicht so gut verlaufen. Guck mal, wie sie da liegt. Guck mal, wie du da liegst. Ich habe, wie gesagt, meine Haare gemacht. Make-up. Ich will heute vielleicht mal ein paar Bilder machen, damit ich auch mal was poste. Because long time no see. Nö! Long time no see. Ui, 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 ui. Hoffentlich schläft jetzt gleich. Schatzi, was hast du denn in Dojas Bett gemacht? Hm? Was hast du denn in Dojas Bett gemacht? Ja, was hast du denn gemacht? Ich fang gleich an zu weinen, Caro. Ich hab schon Tränen in den Pipi und Kaka. Da hast du ja gewittet. Die Kaka hab ich schon weggemacht. Nein. Hi, it's me. I'm back. Oh, oh. Okay. Also, ich habe was Cooles für euch. Und zwar mache ich einen kleinen Haul, wenn die kleine süße Maus weiter schläft. Ja. Ich habe mir ein paar coole Teile bei Junkyard bestellt, die ich euch jetzt zeigen möchte. Ich habe auch wieder einen Code, den ihr sehr gerne benutzen könnt. Und bei Junkyard bekommt ihr nicht nur Rabatt auf Junkyard, auf die Eigenmarke, sondern auch auf Marken wie Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, weil da jeder sich drüber aufregt. Für mich ist ein Hilfiger. Nein, Spaß. Aber, ne? Die haben aber auch Make-up wie Ofra, Make-up Revolution. Was haben die noch? Beauty Blender. Also die haben voll viel Zeug. Deswegen würde ich euch hier sagen, let's start. Because the pieces are really freaking nice. Das erste, damit habe ich heute auch Bilder gemacht, ist so ein Adidas Bandeau Top. Es sieht einfach so geil aus. Für mich ist es ein Ticken zu lang, deswegen falte ich das immer so ein bisschen drum und so ein bisschen hier unten. Dann ist es so ein bisschen kürzer. Next in the line habe ich mir diesen BH hier bestellt. Also meine Boobs sind zu groß dafür, aber dafür passt es um den Bund. Ich habe nämlich Größe M. Mäuschen, nein. Aufhören, guck mal, mein Schatz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
glaube, die lieben dich schon. Ich glaube, die lieben dich schon, weil ich liebe dich auch. Next. Seht ihr das? It's screaming my name. Diese Hose, ich liebe sie. Die ist von Guess. Ich habe die in der Größe M. Aber damit die ein bisschen lockerer sitzt. Und she's really freaking nice. Also sehr nice. Vor allem auf Bildern im Sommer. Ich trage nicht so gerne Hot Pants, Jeans Hot Pants im Sommer, weil bei mir sieht das immer so gequetscht aus. In einem Film super uncomfortable und Zellulitis da und so. Bei lockeren Hosen sieht alles so ein bisschen flawless aus. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich die auch nochmal in schwarz. Finde ich auch mega geil mit diesem Stripe hier an der Seite. Ich würde schnell sein bei den Junkyard-Sachen, weil die sind relativ schnell ausverkauft. Aber wie gesagt, werde ich alles in die Infobox packen. Next habe ich eine Leggings mir bestellt von Nike. Das ist so eine, ich war mir nicht sicher, ob das so eine Trainings-Leggings ist oder so eine Cotton-Leggings. Aber das ist so eine Cotton-Leggings, also so für zu Hause. Ich würde damit jetzt keinen Sport machen, um ehrlich zu sein. Aber ich fand diesen Logo-Aufdruck richtig krass. Habe ich übrigens in der Größe S. Und sie hat hier unten auch nochmal so ein Logo-Zeichen. Dann habe ich mir hier so einen Jumpsuit bestellt. Den wollte ich eigentlich für ein Bild. Ich wollte ja nach Miami, aber dann hat er nicht so funktioniert. Also weiß ich noch nicht genau, was ich mit diesem Jumpsuit machen werde. Aber der hat einen schönen Ausschnitt. Und ich glaube, dass die Boobs da relativ gut aussehen werden. Und es gibt ja auch so BHs, wo man die Boobs ein bisschen zusammendrücken kann und so. Also bin ich mal excited, ob der angewendet wird. Machen wir weiter mit Blau. Da finde ich diesen Pulli hier mega süß mit diesem Wrangler-Aufdruck. Den habe ich in der Größe S. Der ist ein bisschen gecroppt mit einem Hoodie. Ich mag Babyblau. Ich mag Blau. Big Sky. Du bist meine Sky. Guck mal. Mein Baby. Du bist mein Baby. Es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit anfasse, wenn du schläfst. Ich will auch nicht, dass man mich anfasst, wenn ich schlafe, aber du bist einfach so süß. Dann habe ich mir letztes Jahr, so eine Bike-Shorts von Nike in Grau bestellt. Deswegen habe ich die mir jetzt nochmal in Schwarz bestellt, weil I like this stuff. Ich mag diesen Style. Mit Tennissocken, Jewelry, Oversized Hoodie. 10 out of 10. Habe ich mir noch von der Junkyard Eigenmarke, ich wollte ein bisschen Variabilität in diesen Haul bringen, habe ich hier diesen Junkyard Pulli von der Eigenmarke noch mit dazu geholt. Aber der hat hier so einen Bund, bedeutet, ihr könnt es richtig geil croppen. Und seht ihr das, dann könnt ihr das hier so enger machen und es sieht mega nice um die Taille aus. Dann habe ich eine Größe S. Dann habe ich hier auch noch von der Junkyard Eigenmarke diesen Neon-Pulli bestellt. Doja steht extrem auf Neon und deswegen dachte ich, mache ich ihr eine Freude und schenke ihn ihr, weil der so schön ist und der so ein bisschen oversized. Ich habe mir eine Mütze bestellt. Auch wenn ich in meinem letzten Haul oder so gesagt habe, dass ich aussehe wie eine Asiatin auf dem Reisfeld. Ich bin immer noch der Meinung. Aber ich habe so coole Bilder gesehen auf Instagram, wo Mädels so Bikinis mit denen tragen. Und irgendwie will ich das auch geil aussehen. Aber ich sag jetzt mal nichts dazu. Macht mal einen Screenshot von dem hier. Und macht eine Caption in eure Story. Also caption das. Caption my look. Und markiert mich bitte, damit ich lachen kann. Mit meinem Code könnt ihr ein paar Coins saven. Und ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt auch auf Sneaker. Ah, ich bin so dumm. Das steht direkt vor meiner Nase. Ich habe mir für Miami noch so Slipper bestellt. Da ich nicht nach Miami gehe, because we're in Quarantäne. Habe ich die hier für zu Hause. Ist eigentlich noch... Oh mein Gott, das passt zu meinem Outfit. Weil wir in Quarantäne sind. Ui, habe ich aufgeweckt. Sorry, mein Schnatz. Sorry. Was mich ein bisschen beunruhigt, um ehrlich zu sein, ist, dass ich mir sicher bin, dass wir auch komplette Ausgangssperre bekommen in Deutschland. Also komplett. So ist es ja in Österreich, so ist es in Italien. Ist jetzt schon in UK, weiß ich gerade gar nicht genau. Und dass die Leute auch eine Strafe bekommen, wenn sie das Haus unnötig verlassen. Das ist meine Angst, weil das Ding ist, ich sehe, also mit Sky gehe ich immer vor die Tür, damit die da pinkelt, damit die das lernt. 10 Sekunden mal direkt pinkelt und direkt kackt, also macht die richtig gut. Und dann sind mir heute so 3 Jungs sind so vorbeigelaufen und die haben so gelacht. Und ich dachte so, Alter, ihr seht nicht aus wie Geschwister. Könnt ihr mal bitte euch trennen und nichts miteinander machen? Ich habe meine Freundin jetzt auch schon seit
anderthalb Wochen nicht gesehen oder so. Fuckt mich auch mega ab, aber so ist es halt nun mal. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich kann mich während der Zeit ein bisschen entertainen. Dadurch, dass ich auch nicht das Haus verlassen kann, kann ich mehr Content machen zu Hause. Was eigentlich ganz gut ist, weil immer wenn ich reise, komme ich so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und da die Kleine jetzt sowieso hier ist, muss sie eh zu Hause bleiben. Also ich finde irgendwie, das hat alles so seinen Sinn gehabt. Good morning! Es ist Pancake Time. Wir haben heute Freitag. Bist du ein braves Mädchen? Hm? Die Nacht war okay. Gestern habe ich irgendwie besser geschlafen als heute. Trotzdem zweimal aufgewacht, was ein bisschen doof war, aber es ist, wie es ist. Meine Eltern gewöhnen sich jetzt auch langsam an die Kleine. Meine Mom hatte die gestern im Arm. Wir waren alle so. Excuse me, am I seeing right? Weil die immer die war, die auf gar keinen Fall irgendwas wollte. Ist aber auch ein Schatz. Na, mein Schnauzi. Ui, du, ui.